Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wargroove. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere erste Niederlage erfahren. Moment. Und zwar bei dieser Mission. Die Banditen haben uns echt das Leben zur Hölle gemacht. Ich würde jetzt aber gerne... Ich habe überlegt, ob es sinnvoller ist, direkt die Mission nochmal zu spielen, um... Ja, damit ich direkt weiß, was da eigentlich los war. Aber irgendwie... habe ich eigentlich Lust, was anderes zu machen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen würde ich erstmal mit dieser Nebenmission hier weitermachen. Ich hoffe, das ist okay. Also, wer ist Caesar? Ragnar ist auf Krawall gebürstet und ein Kampf muss her. Dabei ist dir der Gegner recht. Sehr schön, wir bleiben also bei Caesar. Und auch wieder Ragnar. Truppen aus Kirchenstein. Ah. Wo ist euer Kommandant? Ihr meint Caesar? Warum hast du ihr das verraten? Sei still. Aha, ihr versucht diesen Caesar zu beschützen. Der ist ganz schön feige, oder? Versteckt er sich vor mir? Er versteckt sich nicht, er ist nur... Um Himmels Willen, halt die Klappe. Ist er ein Mann oder eine Maus? Weder noch. Also, eigentlich ist er... Psst! Eure Geheimniskrämerei wird ihn nicht beschützen. Zuerst zermalme ich euch und dann werde ich mir diesen Caesar verknüpfen. Okay, wenn du meinst. Das sehe ich ganz, ganz anders. Dieser Caesar glaubt also, er könnte sich vor mir verstecken. Was für ein Feigling. Ich werde ihm zeigen, dass es vor Ragnar keinen Kommen gibt. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wird Caesar gerade gewaschen oder sowas. Ein kleines Flohshampoo. Ui, das ist ja wieder eine sehr große Karte. Caesar ist auch da, sehr schön. Und Ragnar scheint nicht zu wissen, dass es sich bei Caesar um ein Hündchen handelt. Sehr interessant. Ach, Ragnar ist dran. Warum tut sie nichts? Oh. Okay, gut, das habe ich falsch verstanden. Wir spielen Ragnar. Unser Gegner ist Caesar, wir sind Ragnar. Okay, das ist ja mal richtig, richtig, richtig cool. Ich habe mich gerade schon gefreut und dachte, oh super, wir haben ja so eine Übermacht. Na geil, das wird ja voll easy. Und jetzt sind wir hier die kleine, ja, die kleine Eskorte. Oh je. Na gut, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir brauchen erstmal ein paar Einheiten, die hier die Sachen übernehmen können, besetzen können. Das ist ja spannend, dass wir jetzt tatsächlich Höllheim sind. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Kampagne auch nur einmal die Seite zu Höllheim wechseln werden. Sehr cool. Das heißt ja vielleicht auch im Umkehrschluss, dass, oder im Folgenden, dass auch wir vielleicht mal mit Sigrid spielen dürfen. Das wäre sehr schön. Aber ich finde es auch sehr cool, dass wir jetzt tatsächlich mit Ragnar spielen. Das ist schon mal was Cooles. Okay, sehr gut. Ein weiteres Gebäude für uns. Und ich würde sagen... Direkt noch eins. Wenn wir erstmal gesichert haben hier alle, dann ja, wird zum einen leichter. Gibt es hier Häfen? Hier ist so viel Wasser. Nee, tatsächlich nicht. Komisch, hier würde es sich tatsächlich mal lohnen, tatsächlich von hier mit einem Schiff hier rüber zu fahren. Na gut, ist leider nicht so. Vielleicht mache ich mal einen Wagen. Wartet mal, die Karte ist echt groß. Vielleicht würde sich hier wirklich ein Wagen anbieten. Um auch schnell da unten uns die Gebäude zu sichern. Probieren wir es mal. Oh. Mit Triebwerken habe ich ja nicht so tolle Erfahrungen gemacht in der letzten Folge. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Oh, ich will gar nicht gegen Caesar kämpfen. Ich finde es mega cool, dass wir jetzt Ragnar sind, aber ich möchte nicht gegen Caesar kämpfen. Hätte ich nicht gegen Mercia kämpfen können oder Eldritch, das wäre mir lieber gewesen. Naja, gut. So, ich hätte tatsächlich auch gerne einen Nekromanten dabei. Und ich würde sagen, ja doch, das lohnt sich tatsächlich. Fahren wir hier direkt mal her. Wir setzen den hier ab. So, sehr schön, weil die kommen hier auch schon relativ nah tatsächlich. Wir müssen uns etwas beeilen. Ich möchte hier zumindest die beiden Engpässe gesichert haben am liebsten. Oh, habe ich jetzt vergessen, mir eine Einheit neu zu produzieren? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder habe ich das gemacht?
Okay, der geht nach rechts und nicht über die Brücke. Interessant. Doch, ich habe mir den Nekromanten geholt. Okay, alles gut. Dann können wir mit dem Wagen... Warte mal, ich kann direkt einen herstellen und wieder einladen. Ich würde sagen, vielleicht noch ein Pekinier. Oh Gott. Da kann ich den... Ah, ich dachte, ich kann den so auch einladen. Geht leider nicht. Okay. So, dann können wir hier auf jeden Fall das Gebäude besetzen. Ich hätte gerne noch mehr Bogenschützen, glaube ich, damit wir hier ja überall einfach Bogenschützen aufstellen können. Kann ich schon mal besetzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in Reichweite des Ponys sind. Mhm. Haben wir Glück da oben mit dem Pikinier tatsächlich. Gehen wir mal so lang. Mit dem gehe ich vielleicht erstmal lieber hier eher in die Richtung. Oder ich kann mich ja dann entscheiden, wo ich hin will, wenn ich mittig stehe. Da ich noch nicht weiß, wo die hier so hinlaufen werden nachher. Ja, die sind natürlich auch fleißig am Besetzen, aber hier ist noch mehr zu holen. Ja, die starten nicht gerade in einer kleinen Zahl. Oh, der Tribok, da muss ich auf jeden Fall... Oh, und noch eins. Zwei verschiedene sind das auch. Muss ich gerade nochmal gucken, was kann ich denn da gut machen? Schwach gegen Riese, Kavallerie, Tribok und Kommandantin. Gut, mit der Kommandantin können wir da tatsächlich was machen. So, wo fahren wir hin? Na, da wahrscheinlich nicht. Eher hier in die Richtung. Die Frage, ich setze den hier vielleicht auch direkt mal ab. Da kann ich mit dem Wagen ja gleich wieder zurückfahren. Ragnar steht schon im Gebiet von dem hier. Ist mir aber egal, ganz ehrlich. Ich besetze hier trotzdem. Dann haben wir eine Kaserne mehr und können hier schon Einheiten spawnen. Das ist super. Dann kann ich ja hier auch direkt... Ach nee, kann ich ja nicht direkt. Ach schade. Vergessen. Wir könnten uns tatsächlich auch ein paar davon holen oder wir holen uns einen Ritter. Ich gucke mal kurz hier einmal durch. Ist auch stark gegen das Ding. Und der ist eigentlich gegen gar nichts wirklich stark. Okay. Komm, wir versuchen es mal mit so einem Tribok. Ich mach das mal. Mal gucken, was uns das bringen wird. So, hier müssen wir uns ein bisschen in Sicherheit bringen. Gehen wir erstmal nur bis hier, weil ich noch nicht weiß, wo ich ihn brauchen werde. Und hier passen wir auf, dass wir nicht erwischt werden. Also nur bis hier. So, das war's dann auch schon wieder. Nee, war's noch nicht ganz. Vielleicht mal lieber nur so. Wir sind mal am Anfang ein bisschen vorsichtig. Und nicht wieder so stürmerisch nach vorne. Ja, greift Ragnar an, das war mir klar. Ist okay. Wir haben da Gebäude überall. Ragnar kann sich im schlimmsten Fall heilen. Dem muss ich halt aufpassen, weil die ja ein bisschen weitere Reichweite haben. Die darf ich echt nicht unterschätzen. Ja, der dürfte jetzt da wahrscheinlich schon sogar unsere Leute treffen können, oder? Nee, noch nicht ganz, tatsächlich. Er müsste sich nochmal bewegen. So, ich kann hier eine Unterstützung holen. Was wäre denn gut gegen den Ritter? Ich könnte ja gleich mal überlegen... Obwohl, Ragnar schafft das allein, oder? Nee, schafft sie nicht. Okay, gegen was ist der schwach? Riesentribok und Speerkämpfer. Dann würde ich sagen, hole ich mir hier tatsächlich noch einen Speerkämpfer. Obwohl der ja eh nicht direkt... Ah, nee, ist Quatsch. Der kann ja eh nicht gleich angreifen. Dann macht das auch nicht viel Sinn. Dann setze ich hier lieber einen Ritter hin und... greife vielleicht von den Bergen aus an. Wie schnell kann ich dann Leute holen? Dauert ein bisschen. Leider noch nicht ran. Ja, komm. Wir greifen einfach von da an, hauen ihn ein bisschen runter. Ist okay. Sehr schön. Der macht ja auch gar nicht mehr so viel Schaden und das ist auch nicht mehr so schlimm. Hündchen kommt auch nicht an Ragnar ran. Na, perfekt. Ha. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Ich will die Einheiten ungern an den Tribok verlieren. Ja, ich kann auf keinen Fall auf die Brücke, leider. Und auch nicht ein Feld daneben, links.
Ja, muss ich leider jetzt so ein bisschen die Feiglingstaktik machen, glaube ich. Ich muss nochmal kurz gucken. Ich muss hier leider tatsächlich warten. Was mir gar nicht gefällt, aber anders geht's gerade leider nicht. So, was mache ich mit dir? Da würde der Hund rein. Nee, kommt da nicht ran. Aber ich glaube fast eher, dass ich den gleich hier brauchen werde, oder? Ja, ich bin mir noch gar nicht sicher, wo ich den hier brauchen werde gleich. Achso, und den Wagen habe ich ja auch noch. Kein Geld, verdammt. Ich könnte auch mit dem Nekromanten in den Wagen einsteigen und wohin fahren. Andererseits wüsste ich jetzt nicht, wo er hin soll. Nee. Ich lasse den, glaube ich, tatsächlich. Ich bringe ihn, glaube ich, dahin. So. Ah, an den Ritter habe ich nicht gedacht. Obwohl, der macht nicht mehr so viel Schaden, ist okay. Dann würde ich vielleicht... Ja, wer wird am ehesten abgeholt werden müssen, wenn ich hier einen hinsetze? Ja. Dann, da wird einer sein nachher. Fahre ich schon mal hier hin mit dem Wagen. Kann ich demnächst abholen. Okay. Der bleibt da im Gebüsch hocken. Der Bogenschütze. Oh, er greift lieber ein Gebäude an. Na gut, das bringt ihm nicht viel. Ist okay. Das tut mir nicht weh. Und wahrscheinlich töten wir ihn? Nein, leider nicht. Aber fast. Ja, mit dem werden wir keine Probleme mehr bekommen. Mal gucken, ob er mit dem Triborg... Nee, fährt er eher nach rechts. Okay. Der wird wahrscheinlich mit dem Triborg unsere Gebäude angreifen wollen. Ob ich so's... Ja. Okay. Müssen wir uns leider zurückerobern. Und einen Riesen hat er auch schon. Wow. Ja, er verdient echt viel Kohle halt jede Runde. Wir dürfen dem echt nichts lassen an Gebäuden. Oh, ich kann dem richtig gut... Ja, komm, das mache ich auch. Ich hau dem jetzt mal eine rein. Ich weiß, dass unser Pferdchen da natürlich mega in Gefahr ist, aber... Bleibt mir jetzt leider nichts anderes übrig. Ich mache Jagd auf dich, Caesar. Niemand entkommt, Ragnar. Ja. Das wissen wir. Ich würde gerne... Ragnar kann eh gerade nicht wirklich was machen. Dann kann sie ja erstmal kampieren und sich auch rüsten. Problem ist, der kann unser Gebäude angreifen. Oh, das ist gut. Wir können hier tatsächlich ziemlich viel auf einmal fertig machen. Wahrscheinlich werden wir dafür auch Einheiten opfern müssen. Aber gut, das ist dann leider so. Nein, jetzt muss ich aufpassen. Ja, die sind hier wirklich alle in der Reichweite. Müssen wir jetzt mit den anderen Einheiten ein bisschen schauen. Kann ich von hier noch den angreifen? Ja, das geht. Okay, machen wir es so. Können wir trotzdem ein bisschen vorwärts. Wiedersehen. Gut, dass man gar nicht, also nicht so komplett daneben trifft. Das wäre echt fies. Also wenn das so möglich wäre, dass man komplett daneben haut. Da bin ich echt froh, dass das nicht passiert. Also ich weiß nicht, ob es gar nicht passieren kann, aber bisher ist uns das zum Glück noch nicht passiert. Ja, der kommt hier leider auch nicht so weit. Kann aber bis zur Brücke fahren. Vielleicht ja dann beim nächsten Mal etwas tun. Ja, ich bin hier auch mit dem Sichtfeld echt arg eingeschränkt, leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, sich da jetzt so zu versammeln, bringt auch nicht so viel, wirklich. Also wir kommen hier halt einfach nicht rüber wegen den Dingern. Es macht vielleicht fast mehr Sinn, hier lang zu gehen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber das erscheint mir hier eine blöde Stelle zu sein, um weiterzumachen. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne, glaube ich, echt noch einen Nekromanten. Ja, das geht ja wieder nicht, ne? Ah, schade. Was ich natürlich machen könnte, ich kann den auch da hinstellen und den Pikenier schneller wegbringen, aber den Nekromanten will ich ja auch da haben. Ja, hier kann ich jetzt leider... Ah, ich hätte den Nekromanten gleich hier machen sollen. Ich bin blöd. Na gut. Passiert. Das war jetzt nicht so ganz klug von mir. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich da eine Kaserne jetzt habe. Ah, das hat leider wehgetan. Ja, dass er sich nicht wenigstens komplett um die eine Einheit gekümmert hat. Oh, okay. Das war gar nicht so schlimm, wie gedacht. Sehr gut. Irgendwann kann ich das bestimmt mal auswendig, wer gegen was stark und schwach ist. Irgendwann mal. Er stand auch im Gebüsch. Das war noch gerade die Rettung, glaube ich, auch. Jetzt würde ich eigentlich fast ganz gerne ihn hier einfach heilen, damit er richtig guten Schaden raushaut, oder? Ich glaube fast, dass das am meisten Sinn macht. Wie viel kriege ich raus? Auch nur 6 leider.
hätte mehr sein können. Wir haben auch leider, wir kriegen den Crit nicht hin, weil wir zu nah dran stehen. Und was anderem komme ich hier gar nicht ran, ne? Ich kann nur das Gebäude angreifen, mir nicht. 75 kann ich ihm darunter kloppen. Ja, komm, wir wagen ein wenig etwas. Mehr heilen kann ich ihn jetzt leider nicht, weil ich ja hier den Nekromanten nicht hingesetzt habe. Mensch. Ich könnte hier jetzt noch Einheiten nachspawnen lassen, wenigstens. Ein bisschen Schutz. Und dann würde ich hier das Ding angreifen. Ich weiß, Ragnar steht jetzt schön in der Reichweite der beiden Dinger. Das ist halt jetzt so. Manchmal muss man wagemutig sein, manchmal nicht. Ich habe sogar geschafft. Oh. Ja, dann hätte ich das ja gleich mit dem Hätte der Bogenschütze das auch geschafft? Ich weiß es nicht. Jetzt erscheint mir das irgendwie blöd gelaufen. Da stehen hier so viele der. Das bringt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel, den Bogenschützen da jetzt nicht reinzustellen. Also hierhin würde ich vielleicht schon. Warte mal, wie weit kommst du? Auch ziemlich weit. Stelle ich ihn halt hier hin. Greife ich vielleicht eher von der Seite mal an. So, der kann sich hier weiter seinen Weg nach vorne bahnen. Wird eine Weile brauchen. Du steigst hier jetzt ein. Weil ich dich ja unbedingt mit dem Wagen losbringen wollte. Warum auch immer. Und hier, ja, kann ich jetzt leider gar nichts machen. Und die halten sich da scheinbar auch zurück, damit die nicht in meiner Reichweite sind. Ah, ätzend. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist tatsächlich einfach mit dem Bogenschützen hier rumlaufen und das Ding hier einfach komplett als Schutzlinie stehen lassen. Ja, was anderes fällt mir nicht ein. Dann mache ich mir hier ein Hündchen, was schnell runterrennen kann und fertig ist der Lachs. So. Okay. Ja, man merkt's. Also die Missionen sind jetzt echt ein bisschen knackiger als vorher. Das ist alles nicht mehr ganz so einfach jetzt. Ich glaube, die KIs stellen sich auch nicht mehr so doof an wie vorher noch. Die haben wohl auch etwas dazugelernt, die Kommandanten. Okay, das ist gut. Die sind alle auf Ragnar gegangen, das ist gut, weil Ragnar kriegt nicht so viel Schaden. Tatsächlich ist mir das lieber, als wenn die ganzen Einheiten drumherum jetzt verletzt worden wären. Bin ich tatsächlich ganz dankbar, dass die jetzt alle Ragnar angegriffen haben. Ja, die kommen jetzt... Ah, leider tatsächlich niemand in der Reichweite. Das gibt's doch nicht. Ich werde wohl doch mit dem Tribok noch ein bisschen nach vorne fahren müssen. Ah, der Riese kriegt mich. Das ist ja ärgerlich. Ich fahre trotzdem vorwärts, oder? Eine andere Wahl habe ich ja nicht. Das Ding ist sonst komplett nutzlos, wenn ich das jetzt hier so vergammeln lasse. Die kommen auch alle ran. Ja, komm. Ich habe keine Wahl. Ja, doch, bis hier schon. Und ich gehe mit dem Bogenschützen so ein bisschen hinterher. So, dann kann ich hier noch jemanden absetzen. Und was kann ich mir hier noch holen? Vielleicht noch einen Schütze oder noch einen Ritter vielleicht. Warte mal, ich bewege erst die Leute hier weg. Ich gucke jetzt erstmal, was mache ich denn hier? 52, 54. Der dürfte auch noch guten Schaden machen eigentlich. War nicht so viel wie gehofft. Na, auslöschen kann ich nicht. Hier auch nur vier... Achso, das reicht. Ja komm, dann machen wir auf jeden Fall das hier. Ragnar hat ja noch ganz gute HP. Da darf ich noch mutig sein. Aber das zerstört schon mal. Das ist sehr schön. Ach schade, der wäre nur daran gekommen. Naja, gut. So, was anderes kann der nicht machen. Dann geht er besetzen. Woanders kommt er nicht ran. Dann haben wir ein Gebäude mehr. Das ist schön. Jetzt kann ich mir hier auch so einen Ritter noch holen. Dahin. Hier gucke ich mal gerade. Oh, 53. Das finde ich gut. Kann ich auch... Nee, ich kann nicht drum rumlaufen. Egal. Sehr gut. Und der kann ja nicht zurückschlagen. Das ist schön. Das lief gut. Der ist voll. Der kann auch angreifen. Dann würde ich sagen, hier den Bogenschützen vielleicht. So, das Grad bilden ja so eine Linie, dass die anderen von hinten nicht wirklich durchkommen. Außer er wird jetzt gleich Platz machen. Das könnte natürlich sein. Also vielleicht die Geschwächten gleich nach hinten laufen lässt. Gucken wir mal. Ah, das ist jetzt schwierige Entscheidung. Ich kann ihn auslöschen oder ihn wenigstens ein bisschen fertig machen. Ja, ganz ehrlich, ich mach's mal so. Ich hätte auch heilen gehen können, aber... Machen wir ihn erstmal ein bisschen schwächer. Okay, das geht. Damit kann ich leben.
Was Hündchen da? Kann ich noch ein Hündchen? Nee, wir haben gar kein Geld mehr. Okay. Ja, da sind wir leider fertig. So, mal gucken, was jetzt mit Ragnar passiert. Ach, hat er sich schon wieder einen Triebock geholt? Und Caesar bleibt einfach tatsächlich stehen. Der bringt sich nicht in den Kampf ein. Oh, hat er mit einem Schlag. Okay, das habe ich nicht erwartet, dass der Riese den mit einem Schlag killt. Caesar. Vielleicht ist er doch nicht so schwach, wie erwartet. Aber mir egal. Ich habe noch jede Menge Untot auf Lager. Ja, geht. Geht. Na? Überleben sie es? Nein, schade. Schade. Aber wir haben noch einen Nekromanten da. Das dürfte nicht so viel bringen. Okay. Ja, das Gebäude. Mist. Oh. Ach, scheiße. Ja, gut. Das ist leider dann auch wieder verloren. Oh, wir hätten das Geld so gut gebrauchen können, leider. Andererseits wurden damit ein paar unserer Einheiten verschont. Das ist auch ganz schön. Okay. Okay. Ich kann ihn nicht töten, verdammt. 44. Fast damit. Hier kann ich einen 50er Schaden raushauen. Hier einen 40er und den töten. Das können wir aber auch anders machen. Ja, könnten wir mit ihm machen. Was anderes kann ich ihn jetzt auch nicht. Ich könnte mit Ragnar doch vielleicht noch. Mache ich das erstmal mit dem? Aber vielleicht brauche ich den Nekromanten zum Heilen. Muss mal gucken. Also wir auch Gebäude haben, da können wir uns auch aufheilen. Mit Ragnar würde ich jetzt gerne vielleicht erstmal zurückholen und kampieren lassen. Komme ich hier rum? Nee. Muss ich hier leider wieder. Warte mal, wir könnten aber wenigstens bis hier vielleicht. Mann. Ah, nee, ist zu gefährlich. Und so rummachen. Holen wir uns das mal wieder zurück. Vielleicht behalten wir es ja eine Runde. Schauen wir mal. Hauptsache, der kriegt es halt nicht gleich. Ich mache das halt auch, damit der nicht sofort wieder los besetzen kann. Ja, der kommt leider echt nicht so weit. Ich weiß gar nicht, könnte er hier runter? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, oder? Wenn er bis hier kann, kann er ja auch eigentlich hier hin. 50, 37. Nee, komm. Oder? Ah. Schwierig gerade. Schwierige Entscheidungen. Ist ja immer so bei dem Spiel. Okay. Wenn ich Glück habe, ja, komme ich tatsächlich. Aber jetzt ist die Frage, ist das Pony wahrscheinlich sogar wichtiger zu heilen? Ich wollte eigentlich ihn heilen, aber gerade habe ich mich doch nochmal umentschieden. Ah, Mist, wir müssen uns leider bewegen. Aber wir können ja wenigstens einen 30er Schaden noch rausholen. Kann er zurückhauen? Macht er das beim... Nee, macht er nicht. Okay, das ist gut. Nee, du sollst nicht einsteigen, du sollst hier hinlaufen. Hat er jemanden geladen? Nee, der wartet hier nur. Der hat hier jemanden entladen, glaube ich. Wir könnten uns hier noch einen Schwertkämpfer holen. Zu Ragnar ein Kombi. Ja, und hier habe ich 20, 41. Also wenn ich jetzt hier stehen bleibe... Komm, wir machen mal ein bisschen Schaden auf den Riesen. Sonst wird er uns echt zu gefährlich. Er wird uns immer noch gefährlich, auch mit dem Schaden. Aber hey, immerhin ein bisschen. Was ist da gut? Ja, das ist gar nicht schwach. Gut. Ich bringe den Hund mal damit hin. Ja, ich habe kein Geld mehr. Okay, das war's dann auch schon. Den Wagen brauche ich hier nicht wirklich. Den kann ich da oben zur Kaserne holen, falls wir mal wieder zwei Einheiten spawnen können. Ach, und du kannst auch wieder. Ich kann den tatsächlich ausschalten. Oder ihn richtig schön verletzen. Oh, das ist jetzt schwierig. Umso schwächer die sind, umso weniger können sie mich nachher verletzen. Aber den hier ganz ausschalten wäre natürlich auch schön. Ihn könnte ich auch ganz ausschalten. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Weil der wird immer... Also ich glaube, der wird immer noch sehr viel Schaden machen, oder? Andererseits machen die hier wahrscheinlich mehr. Hier hätte ich sogar einen Crit, aber der verletzt mich so viel wie ich ihn. Das ist blöd. Na komm, ich hau ihn jetzt weg. Ich hoffe, das war nicht die falsche Entscheidung. Und Tribok sollte man ja auch nie unterschätzen. Oh, Ragnar hat, Goof, habe ich gerade... Hä, ich will die Dings beenden. Warum?
Ich kann den Kampf nicht beenden. Hallo? Ich möchte keine Gebietsinformationen. Wie kriege ich das weg? Okay, dann mache ich es jetzt über die Escape-Taste halt. Normalerweise habe ich doch einfach Rechtsklick gemacht und habe das bekommen. Das war gerade eigenartig. Tschüss. Boah, ist natürlich traurig. Ja. Oh, und die auch. Okay, das ist krass, dass die die echt mit einem Schlag... Naja, waren halt auch schon verwundet. Oh, verdammt. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass die da hinkommen. Ah, da habe ich jetzt die schönen Hunde. Ah, blöd. Ah, wäre so ein blöder Fehler, denn hätte sein dürfen. Ärgerlich. Vor allem ist da jetzt alles ungeschützt. Wir haben da nichts stehen. Gar nichts. Das ist nicht so gut. Kann der sich selbst heilen? Ah, okay. Das war's dann wahrscheinlich. Oh Gott. Oh, wir verlieren gerade mit einem Schlag sehr viele Einheiten. Ich hoffe, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Okay, das geht. Ah, das war ja jetzt echt blöd alles. Das lief gar nicht gut gerade. Und hier war ja schon wieder zwei so eine Dinger raus. Oh Mann, ey. Ah, Caesar kommt jetzt tatsächlich mal nach vorne gerannt. Oh, wenn ich schnell gewesen wäre, hätte ich den Wagen hier im Weg stellen können. Mist. Ich brauche hier irgendwas, was gegen die... Ja... Echt sowas hier. Ich bring den auch schon mal nach oben für neue. Also hier wird wahrscheinlich gleich das Gebäude auf jeden Fall fallen. Den können wir jetzt weghauen. Können wir aber auch mit anderen theoretisch. 23, der hat noch 19. Ja, komm, dann machen wir das jetzt mit dem weg. Wiedersehen. Noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Ragnar hat auch ihren Groove. Das finde ich ganz gut. Was ist denn dein Groove nochmal? Schildsprung. Verletze ich damit alle, die in dem Radius stehen oder nur ein? Ich habe das mit dem Schildsprung noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ich muss mal kurz in den Kodex tatsächlich gucken. Wo sehe ich denn das? Kommandant? Ragnar? Ja, das ist jetzt wichtig, dass wir das nicht verhauen. Ragnar springt in die Luft. Bei der Landung fügt sie allen Gegnern Schaden zu. Allen. Ja, das finde ich gut. Hätte ich aber fast eher gerne bei den Riesen, muss ich fast sagen. Ja, ich muss... Nee, auch wenn ich hier hinspringen würde, dürfte ich den Bogenschützen nicht... Also ich kriege nur zwei eigentlich. Nee, ich kriege immer nur zwei. Die stehen gerade echt gemein. Oh, verletze ich auch das Gebäude da unten? Das ist jetzt die Frage. Mache ich das auch kaputt? Keine Ahnung. Ja, ich kriege echt immer nur zwei. Mist. Ich mache das mal mit dem Gebäude, oder? Aber hier kommen die anderen nicht hin. Wie weit kommst denn du? Ich habe nicht vor dem ein bisschen Angst. Oh, sehr weit. Okay, ich müsste neben dem Baum springen, damit er mich nicht kriegt. Hier. Dann kriege ich eins, zwei... Das Gebäude nicht. Okay, ich mach's mal. Ich glaube nicht, dass ich das Gebäude verletze. Ich mach's so. Ja, komm, ich mach's so. Schauen wir uns das mal an. Okay, einer war gekillt. Der ist nur noch auf 6. Na gut. 35 können wir noch rausholen. Nee, von hier komme ich nicht ran. Aber von hier. 56. Okay, nehmen wir. Wir nehmen, was wir kriegen. Oh, wir haben sogar... Okay. Ich dachte, das würden wir nicht schaffen. Okay, das geht. Das geht alles. Das kriegen wir alles hin. Jetzt können wir uns hier noch Schönes holen. Der kann ein bisschen weiter laufen. Dann nehme ich erstmal den. Dann kümmern wir uns jetzt hier noch um den. Ich brauche echt wieder Nekromanten. Aber gerade geht es mir ein bisschen mehr um mehr Einheiten holen. Und dann kümmern wir uns wieder um Nekromanten und auch Bogenschützen. Ja, hier oben ist jetzt echt kacke. Oh, der kommt wieder runter. Okay, na gut, dann sind wir da oben nicht ganz so verletzlich. Aber jetzt müssen wir uns natürlich auch um den kümmern. Wahrscheinlich dann mit der Kommandantin müssen wir das wahrscheinlich erledigen. Die jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr gehittet wird. Zumindest ein bisschen. Geht. Und zwei Hündchen sind weg. Sehr schön. Gut gemacht, Ragnar. Ja, das ist jetzt leider... Kann das beim ersten Mal holen? Nee, nicht ganz. Okay.
Wir haben ihm kaum was abgezogen. Verdammt. Ah, oh, jetzt haut der so ein Nekromantenviech. Na? Oh, gut. Sehr schön. Der macht mir Angst und der macht mir auch Angst. Ja, Caesar kommt, das ist gut. Das heißt, wir können dann demnächst auf Caesar gehen, wenn der nah dran ist. Und uns, ja, den entledigen. Ich glaube, mit dem kann ich nicht viel mehr machen, als den hier töten. Den 2er B da noch. Den 20%. So. Sehr gut. Hier können wir 11. 30. Ja, ich muss mit Ragnar hin. Die kann ich jetzt nicht anders gebrauchen. Muss nochmal gucken, dass der in der nächsten Runde nicht unbedingt Ragnar angreift. So. Get out of my way! Genau. Schön gesagt. Ist okay. Der wird jetzt noch ein bisschen schwächer werden. 13 Uhr. Okay, den können wir, den Hund kriegen wir leicht weg. Auch nochmal 13. Gucken wir hier mal den Hund. Tribok ist noch weit weg, oder? Da muss ich mir... Naja, mega weit weg nicht, aber... Ich verliere die Geduld. Komm schon, dann kämpfe. Macht er ja schon, Mensch. Oh, Glück. Hier können wir auch schon angreifen. Sehr schön. Wir brauchen mehr Gebäude. Mehr Kohle. Muss her. So. Und jetzt muss ich mal gucken. Achso, da werde ich das da unten angreifen. Nee, ich will erstmal den hier angreifen. Von hier, glaube ich. Bringt nicht viel, aber immerhin. Geht sogar. Ist gar nicht mal so schlecht. So, und dann muss ich jetzt hier auch nochmal reinhauen. Hauptsache ist in der nächsten Runde nicht mehr ganz so stark. Sehr schön. Gemacht. Dürfte eigentlich... Ah, super. Siehst du, der macht schon... Seht ihr? Das macht schon weniger Schaden. Ich gehe schon davon aus, dass ich nur einen Zuschauer habe. So, der wird wahrscheinlich weiterhin trotzdem das Gebäude angreifen. Deswegen kann ich den dahin schicken. Ach, und wir können uns Nekromanten machen, aber das machen wir hier. Da unten brauchen wir den noch ein bisschen dringender. Kann ich hier jetzt noch irgendwas? Ich kann Pikenier noch machen. So, den können wir dann als nächstes mit dem Wagen wegbringen. Okay. Sehr schön. Sieht doch wieder ganz gut aus. Jetzt dürfen nur die Trieböcke da nicht ankommen. Aber die werden gleich ankommen. Ja, leider ist das Gebäude weg. Das Gute ist, der kann es nicht einnehmen. Also zumindest kriegt er auch kein Geld dafür. Wir haben ja hier unten auch was. Das da oben holen wir uns auch zurück. Okay, sehr gut. Sehr gut, wir sind nicht gestorben. Der kommt nicht ran. Caesar haut wieder ab, verdammt. Feigling. Komm her und stell dich, Ragnar. Stell dich Ragnars Zorn. Ah, Mist, 1. Okay, ist leider so. 31 kann man machen. Also den hier müssen wir auf jeden Fall jetzt weghauen, irgendwie. 10, wir brauchen aber mehr. Warte mal. Ah, ich komme nicht zum Heilen ran. Wenn ich... Der kommt auch nicht ran. Das gibt's doch nicht. Mhm. Weit kommst du? Warte mal. Ich muss mal gerade alles so ein bisschen hier abchecken. Das können die ja zusammen tatsächlich machen. Das wäre, ja, ich glaube, nicht schlecht. Müsste ich doch. Ja, genau. Den heilen. Jetzt ist er ein bisschen stärker. Und müsste eigentlich hier überall ein bisschen mehr Damage rausholen. Hier 28. Dann nochmal 31. Ragnar kann sich um den da gleich kümmern. Mit dem Bogenschützen. Das hier ist ja blöd. Das kriegen wir nicht richtig hin mit dem da. Aber wir fahren trotzdem die Taktik. Also, das ist auch zerstört. Das nehmen wir gleich ein. Hier unten ist sogar noch eine Kaserne. Habe ich jetzt erst gesehen, lustigerweise. Okay, wir machen erstmal den hier. So, dass unsere, unsere eigenen Leute so angeschlagen sind gerade. Ich darf jetzt keine Zeit für Heilung verschwenden.
Sehr schön. Gutes, die kann ich zurückschlagen. Genau. So, wenn Caesar dann weiterhin wegläuft, dann müssen wir hier wirklich leider zu seinem Gebäude. Dann bleibt uns da nicht viel andere Wahl. So, den hauen wir sogar weg. Sehr gut. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade gegen das Mikrofon gehauen. Den hauen wir weg, der muss nicht gleich einmal eine Haubewegung machen. Das ist schön. Der ist da auch gut versteckt, sehe ich gerade. So im Gebüsch. Na, schade, dass wir den jetzt nicht hinkriegen. Beim nächsten Mal dann. So viel kann er ja nicht mehr. Ja, ist ja lächerlich. So, ich glaube, ich hole mir noch einen Schützen. Und ansonsten müssen wir uns jetzt hier auf jeden Fall kümmern. 82. Boah, super. Wir haben den Crit rausgeholt. Sehr schön. Fast tot. Fast tot. Den kriegen wir auf jeden Fall noch. Und hier fahren wir jetzt schon mal bis hier. Können wir eigentlich kurz noch drin behalten? Ach nee, dann kann er in der nächsten Runde nichts machen. Das wäre auch blöd. Ich setze den ab. Der hatte eh nur einen HP. Ja, mehr geht nicht. Nee, mehr geht nicht. Ja, hä, das ist echt komisch, wenn ich jetzt hier... Kann ich die Gebietsinfo nicht wegmachen? Normalerweise mache ich... Ach so, Linksklick, okay. Ja, man kann sogar innerhalb einer Folge auf einmal die Tastenbefehle vergessen. Das ist immer sehr spannend. Ich muss mit Ragnar langsam vielleicht mal heilen gehen. Ja, einfach das hier. Ha, ist ja ein Witz. Los, Ragnar, hau zurück. Sehr schön. Tschüssi. Hat er einen neuen Riesen? Ich glaube nicht, oder? Nee, kein Riesen. Noch einen Tribok dahinter. Oh, das Tribok könnte... Da habe ich die Abstände nicht mit einberechnet tatsächlich. Sehr gut. Ragnar macht alles alleine. Ich habe jetzt nur gerade ein bisschen Angst mit dem hier. Caesar kommt. Sehr gut. Oh, der muss sich bewegen. Sehr gut. Dann war es das auch mit dem. So, Ragnar sieht nicht so gut aus. Ich muss sie auf jeden Fall heilen gehen. Weil ich auch fast gerne mir hier Groove aufladen würde. Warte mal. Ich muss die auf jeden Fall jetzt ein bisschen runter machen hier. Okay, fangen wir mal hier an mit dem Besetzen. Der kann eh jetzt noch so anders hin. Der könnte hier hinkommen. Ragnar kommt nicht bis hier, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ah, auch nur 35. Okay, machen wir trotzdem. Ja, doch, Ragnar geht erstmal zurück zum Heilen. Muss ja nicht so riskant spielen. Hier können wir es weghauen sogar. Oh, das hätten wir vielleicht, hätten wir es auch ganz weghauen können, vielleicht mit dem Bogenschützen. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Hm, da komme ich jetzt nicht ran. Das Gute ist, ich habe hier gerade Crit dank dem anderen Picking hier. Das nutzen wir mal. Fast weg. Egal. Ach so. Und dann kommen wir hier mal nach. Darunter muss ich, glaube ich, nicht. Wir gehen über oben lang. Und ich würde mir sogar jetzt noch ein paar Hündchen holen. Damit die schnell da ankommen. Hündchen? Hündchen. So, du nimmst jetzt von hier am besten das Gebäude ein. Das kann das Pferd hier nämlich nicht. Der Wagen geht wieder dahin zum Einladen. Und du... Na, vielleicht nicht ganz rein. Machen wir mal bis hier. Dann greift das Pferd nicht an. So, Caesar, bitte näher kommen. Wir wollen nämlich dich. Ja, haut wieder ab. Der macht immer Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Okay, das war's schon. Gut.
35, 26. Ich würde gerne Platz für den Nekromanten tatsächlich machen. Ja, mit dem angreifen. Wie ist es bei Pikiniere, Landkrische, Toffer neben anderem Speerkämpfer? Dann müsste ich doch jetzt eigentlich... Ja, mache ich auch. Okay. Ja, ja, ist okay. Hatte ich hier nicht auch... Ach, der Bogenschütze ist noch zu weit weg. Okay. 50 nur. Ja, hätte mehr sein können. Machen wir trotzdem. Und hier kann ich nochmal 28 raushauen. Hat aber 31. Auch nur 29. Na ja, komm, dann machen wir das. Obwohl, der könnte auch hier runtergehen. Obwohl, kann der auch. Machen wir das so. Vielleicht haben wir ja Glück und machen ihn kaputt. Nee, schade. So viel Glück haben wir dann doch nicht. Na gut. Jetzt komme ich leider nicht mehr ran. Jetzt steht schon alles voll hier. Ja, schade. Wenn wir Glück haben, nimmt der hier einfach den Einer oder so und lässt uns in Ruhe. Aber der hat auch nicht mehr so viel, der kann nicht mehr so viel Schaden machen. Also da und daher. Ragnar kampiert und ist voll. Sehr schön. Achso, wir haben hier noch ein Hündchen. Das kommt auch bitte nach vorne gerannt. Und ich mache noch ein Hündchen. Hier müssen wir auch noch alles runterholen gerade. Können wir hier noch irgendwas machen? Oh, vielleicht einfach noch einen Nekromanten. Der kann dann noch einsteigen, dann können wir losfahren. Den haben wir noch. Oh, der kommt ran. Aber dann, oh, dann steht er aber auch mega an der Schusslinie. Nee, das kann ich echt nicht machen. Das kann ich leider nicht machen. Ich fahre den dahin. Ich stelle den dahin. So, Zug beenden. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, so. Die Runden gehen immer so lange, hat man immer so Durst. Ah, unser Nekromant, verdammt. Statt leider eine Schusslinie. Ist okay, der hatte nicht mehr so viel HP. Das ist auch okay. Der Einer, ja, komm. Es geht. Wäre trauriger gewesen, hätte er jetzt den Vierer weggemacht. Da hätte er schon wieder einen Tribok. Und einen Riesen. Oh Gott, ein Riese. Nein. Dann bräuchte ich doch nochmal größere Einheiten, leider. So, kann ich hier irgendwie... Wo ich mit dem vielleicht in Sicherheit gehen sollte. Kann sich ja mal selber heilen. Ja. Und hier müsste ich jetzt... Ja, kann ich. Ich kann auch den weghauen. Stehe dann aber mit dem Pony natürlich, naja, nur in dessen Reichweite. Komm, machen wir den Hund weg. Weil der halt noch volle HP hat. Hier gucke ich mal, 14 immerhin, 19 hat er leider. Aber trotzdem. Kann ich leider mich dem Haus da wieder nicht widmen. Ach, schade. Hätte er Glück haben können. Und du kannst mal kampieren. Und du gehst besetzen. So, eine neue Kaserne in Kampfreichweite. Das heißt eigentlich, dass wir da oben gar nicht mehr nutzen müssen. Dadurch, dass wir jetzt hier zwei haben. Mehr Geld verdienen wir auch nicht. Kann ich hier... Oh, tatsächlich. Achso, das Gebäude. Ja, das können wir trotzdem machen. Dann sollten wir das jetzt eigentlich leergeräumt haben. Dann muss er sich wieder damit beschäftigen, das einzunehmen, wenn er es wieder haben möchte. Was er glaube aber mit dem Bogenschützen gar nicht kann, bin ich mir gar nicht so sicher. So. Wir haben ziemlich viele Einheiten, muss ich sagen. Das ist gut. Hm, vielleicht mache ich noch einen Nekromanten eher zum Heilen, weil unser ja leider schon verletzt ist. Hündchen kann eigentlich auch hier lang laufen. Ist gerade ein bisschen einfacher. Du steigst da ein. Und wir fahren dich hier hin. Der ist auch gleich wieder... Oh, Caesar hat... scheiße. Dabei macht er gar nichts. Eigentlich gemein. Na, da hole ich jetzt keinen mehr. Nee, er ist mir zu weit weg. Die da sind, das spare ich lieber das Geld. So.
Mal gucken, was passiert. Caesar, komm bitte wieder her. Das ist doch doof. Du musst doch hier vorne deine Kameraden unterstützen. Ja. Ist okay. Oh, der haut ab. Okay. Hat er irgendwie Hoffnung, dass er geheilt wird von dem da? Inspiration kommt jetzt. Oh, und auch noch auf den Riesen. Oh, gut. Okay, das ist böse. Geht. Können sogar zurück angreifen. Oh, sehr schön. Da haben wir mehr Schaden gemacht als er mit seinem Angriff. Auch nicht so gut durchdacht von ihm. Mhm. Ich kann von hier dahin. Komm, wir müssen vorwärts, geht nicht anders. Komm, machen wir's. Ich hätte gerne Ruf mit Ragnar. Oh, guck mal, fast sogar. Wir hätten fast reinspringen können. Das wäre jetzt natürlich richtig praktisch gewesen. Naja. 63. Den kann ich ausschalten. Kann ich aber, glaube ich, auch hier mit, ne? Ja, kann man es so ausschalten. Kann auch 17 Schaden da machen. Ich könnte auch mit denen daran. Machen wir es mal. Dann können wir den Ritter anders einsetzen. Tschüssi. Den hier kann ich auch. Ich meine, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich kann den Wagen hier auch einfach mal hinfahren, um die vielleicht abzulenken damit. Hierhin vielleicht. Vor das Gebäude. Obwohl, warte mal, die bewege ich ja jetzt auch noch weg. Ja. Dann macht es auch nicht mehr so viel Sinn. 29 nur. Da komme ich leider gar nicht ran. Gebäude kann ich gerade gar nicht. Ach doch, mit dem könnte ich mich besetzen. 63 Schaden. Ist natürlich gut. Okay, der kommt leider überall ran. Es ist auch egal, wo ich hingehe. Ja, das Tribok wird uns wahrscheinlich gleich auf jeden Fall eine Einheit kosten. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Könnten den Typ. Oh, oder auch nicht. Ha, haben wir ihn schön runtergehauen. Sehr schön. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ich wollte eigentlich gegen den Riesen, das ist sinnvoll. Wo ist der? Ich habe überall gesucht. Zeig dich. Na, der kommt da doch schon, Mensch. Ja, ganz ehrlich. Schön, wir haben noch ein Gebäude. Mehr Geld, mehr Hündchen. Mehr Geld, mehr Hündchen, auch schön. Könnte mein Leitspruch sein. Und jetzt ganz ehrlich, ich mach das wirklich. Ich stell den hier dem Wagen in den Weg. Das ist die Frage, wo genau hin? Hier vielleicht. So, mal gucken, ob das ein bisschen was bringt. Ja, hier ist jetzt so die Frage. Ich könnte... will ich den Nekromanten auskennen? Ich glaube nicht, ich heile den tatsächlich lieber. 6 immerhin. Und Ragnar... Na gut, die können nichts mehr. Und ganz ehrlich, dann kann ich auch mit Ragnar vor. Wie weit kann der bis dahin? Ich werde den wahrscheinlich gleich mit Ragnar auf jeden Fall angreifen müssen. Halt. Wie war es hier oben? Bis da. Okay. Hier kommen wir auch nach. Hier Hündchen zu Hündchen. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? So, dann können wir noch Leute holen. Hol ich mal noch einen Ritter. Und kann ich auch noch... Na, nee, spare ich. So, Zug beenden. Okay. Ragnar hat Gruf für die nächste Runde übrigens. Das heißt, ich könnte, wenn Caesar jetzt nicht wieder wegrennt, auch Caesar anspringen. Oder den Riesen anspringen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja gut, Ponys, tschüssi. Leb wohl. Ja, wir hauen den gleich richtig zusammen. Besprochen. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, dass der vielleicht einfach auf den Wagen gehen wird, aber na gut. Aber immerhin kam er nicht hier dadurch da nicht nach oben. Zu dem Bogenschütz. Zu dem Nekromanten. Ja, die Nekromanten sind mir auch wichtig. Könnte ich machen. Ganz ehrlich. Boah. Warte mal, kriegen wir das noch geiler hin? Kriegen wir Caesar noch mit? Kriege ich auch. Na, wie geil ist das denn? Okay, na denn, spring mal schön. Bam. Auf 8 und 8. Na gut, hätte mehr sein können. Ist aber okay. 15. Kriege ich von hier noch nicht. 8, machen wir erstmal.
Weil Bogenschütze natürlich von weiter weg zuhaut. Habe ich noch mehr Bogenschützen hier? Nee, leider nicht. Ich hätte mehr Bogenschützen holen sollen. Ich könnte den hier vor Caesar positionieren, dass der da nicht langkommt. Obwohl, er kann wahrscheinlich auch durch den Wald aber laufen. So, jetzt muss ich echt mal überlegen hier. Ich habe ganz viele Hündchen, die ich nehmen... Nee, kann ich nicht neben deiner Position. Das ist ja wieder blöd. Auch nur 8. Da komme ich gar nicht ran. 5. Ah, da fehlt der Crit. Warte mal, kann ich nicht hier irgendwie um die... Nein, mach das doch so. Das finde ich gemein, dass das nicht geht. Weil dann könnte ich den Crit rausholen. Mach da aber einfach nicht. Das ist scheiße. Das ist wirklich doof. Tja. Ich kann so eine Sachen hier machen. Die stärker machen, die angreifen. 15. Dann macht er gleich bei mir 55. Ich gucke gerade, wie die Rückschläge sind. Okay, dann muss ich erst mit ihm hier angreifen. Weil der Rückschlag da am geringsten ist. Gut, dass wir viele Diamanten haben, aber Glück haben, können wir einfach in der nächsten Runde ein bisschen durchheilen. Okay, das ging ja noch ganz gut. Oh, der würde auf jeden Fall den Hund killen, das will ich nicht. Und auch den gerade. Ah, der killt die echt alle. Der kommt nicht ran. Hund kommt noch ran, das bringt aber nichts. Ja, dann muss ich das leider machen. Wie ärgerlich. Oder ich sag, ein Hund ist mir egal und ich mache erstmal 9% noch runter und... nee, gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dagegen. Den Hund so runterhauen zu lassen. Wow, fast tot, ja. Ist leider so. Aber jetzt macht er nicht mehr so viel. Wir könnten hier 17 und mit Hündchen nur 9. Okay. Dann natürlich so. Ich hätte ihn jetzt auch heilen können. Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Da habe ich so viel gemacht, leider. Dabei ist er schon so verletzt. Komisch. Ja, ganz ehrlich, ich stelle den Wagen jetzt einfach mal hier in den Weg. Ist hier gerade keiner drin. Dann gehen wir nach vorne. Die Hündchen so ein bisschen zusammenrotten vielleicht. Ja, so in der Art. Und hier ist gerade ein bisschen Engpass. Warte mal, ich kann mit ihm auch da runter zu dem Haus. So, was machen wir jetzt noch? Wir können auch einen Ritter holen, der nach... Achso, können wir auch hier unten machen. So, der kostet nämlich auch schon unser ganzes Geld. Viel mehr haben wir dann auch nicht. Da oben machen wir jetzt gar nichts mehr. Das war's. Ah, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich verklick mich jetzt ständig. So, Caesar, nicht wieder weglaufen. Herkommen. Du sollst nur um den Wagen laufen. Warum auch immer. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Der kriegt nichts mehr hin und wird von Ragnar gekillt. Sehr schön. Also der Sprung ist echt super von Ragnar. Gefällt mir sehr gut. Tatsächlich, Caesar greift den Wagen an. Mensch, da hat es jetzt tatsächlich was gebracht. Weil er nicht drumherum laufen will. Caesar möchte nicht durch den Wald laufen. Wurde wahrscheinlich wirklich gerade frisch gewaschen. Und tatsächlich auch hier klappt es wieder. Es wird wieder der Wagen angegriffen. Und sogar fast noch ein drittes Mal, wenn man diagonal hätte machen können. Sehr schön. So, ich mache jetzt erstmal hier eine Heilung. So. Ach, ah, ich habe das schon wieder vergessen, dass sie tatsächlich dieses Feld heilen. Ich dachte, das ging gar nicht. 39 könnte ich Caesar hier abbringen. Das mache ich auch. Ich stehe dem wenigsten auch im Wald. Das finde ich gut. Sehr schön. Ja, ja, macht mal. 35 Groove, ja, 40. Kann auch nichts machen, okay. Ich kann das neben Ragnar hier links stellen, damit keiner hier auf der Seite gegen Ragnar nachher kommt. Und hier kann ich ja noch mit meinen Einheiten hin. Das mache ich vielleicht mal. Eigentlich wollte ich da an. Ist egal. 19. 94 kann ich auch dem Hund hier abbringen, wenn ich noch da hole. Da 19 nur. Kommt nicht ran. 34 werden ihn fast tot. Ja, komm. Ganz ehrlich, fast tot. Mal gucken, ob er da noch wegrennen kann. Sehr schön. Jetzt bräuchte ich hier Bogenschützen mehr. Der ist leider zu weit weg.
Das Zündchen greife ich hier, glaube ich, auch noch tatsächlich an. Ja, dann müsst du eigentlich in der nächsten Runde Caesar bekommen, wenn jetzt nichts mehr schief geht. Wenn. Aber er hat auch keine Einheiten mehr, also ich sehe nicht, wie er hier noch irgendwas reißen möchte. Kann ich hier noch ein bisschen nebenbei auf die Gebäude gehen, wenn das nicht mehr viel Sinn macht. Einfach aus Spaß. Dann holen wir hier alles hoch, falls dieser irgendwie wegläuft. Oh, wir können hier angreifen, okay. Ich hätte erstmal noch ein Hundchen hinholen sollen. Die hätten die sich auch unterstützen können. So, das hauen wir ihm auch noch kaputt. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich habe leider die Uhr nicht am Anfang gestellt. Ich weiß das ja immer eigentlich ganz gerne. Weiß ich jetzt aber leider tatsächlich nicht. So, dann will ich hier Ragnar nochmal heilen. Ah, ich hätte hier heilen sollen. Ich bin doof. Egal. Manchmal muss man auch doof sein. Ist einfach manchmal so. Ja, der kommt wie gesagt leider nicht dahin, um nochmal auf Caesar zu ballern. Ist er verletzt? Boah, komm. Können wir machen. Ist jetzt gerade egal. So, dann ist glaube ich vorbei. Ja, nee, können wir uns nicht leisten. Ich wollte gerade sagen, wir können uns einfach nur eine Einheit holen, aber ja. Wenn man kein Geld hat, dann geht das nicht. Zu viel geheilt. Da rennt er tatsächlich, aber den kriegen wir. Den dürften wir in der nächsten Runde eigentlich wegmachen. Die dürften uns Ragnar echt nicht gefährlich werden hier. Wir müssen auch erstmal den Wagen freikämpfen. Ja, den Weg freikämpfen, indem sie den Wagen töten. Was auch schon nicht mal mehr gelingt. Gut, wir holen uns jetzt Caesar. Kann ich mit Ragnar? Ich würde das gerne mit Ragnar machen. So. Das finde ich immer stilechter. Es tut mir echt leid, Caesar. Es tut mir wirklich leid. Entschuldigung. Na. Tja, das war's. Wir haben es geschafft. Gewonnen. Aber ich weiß immer noch nicht, wer zur Hölle dieser Caesar ist. Ragnar, dein Ernst? Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ich bin die größte Kriegerin, die je gestorben ist. Ja, war untot und so. Sigrid! Ragnar. Walder hat dich aus den Überresten der besten Krieger erschaffen, die die Welt je erlebt hat. Du prahlst mit ihrer Unverwüstlichkeit, ihrer Gerissenheit und besonders mit ihrer Macht. Und was stellst du mit diesen Gaben an? Du prügelst dich mit einem Hund. Was? Einem Hund? What? Einem Hund? Caesar! Schwachkopf. Ah, schön. Ich liebe diese Animation, diese Posen, die die da machen. Oh, wir haben sogar S geschafft. Wir waren richtig gut heute. Sehr schön. Glückwunsch, du kannst Ragnar jetzt in der Arkade spielen. Ah, schön. Nach der Niederlage in der letzten Folge habe ich das hier echt gebraucht. Ja, jetzt müssen wir nur mal uns überlegen, ob wir jetzt in der nächsten Folge die Nebenmission nochmal versuchen oder ob wir weitergehen in der Hauptstory. Ich habe nur die Befürchtung, wenn ich weitergehe in der Hauptstory, dann mache ich das hier nicht mehr. Vielleicht sollten wir da doch nochmal abzweigen. Ich überlege mir das mal bis zum nächsten Mal. Also dann, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!